Quer durch Deutschland waren sie unterwegs für Frieden und für Abrüstung. Vor dem Haupttor des Fliegerhorstes Büchel endet die Tour der Deutschen Friedensgesellschaft. Begrüßt von befreundeten Aktivisten, die dort bereits seit Ende Juli kampieren. Der Zeitpunkt der Ankunft ist nicht zufällig gewählt. Der 70. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Nagasaki. Doch reines Gedenken ist den Aktivisten nicht genug. Die Atomwaffen sollen weg, das haben wir schon vor 20 Jahren gefordert. Dass die Atomwaffen nicht weg sind, war der Ausdruck der Fortbestand der Konfrontation eigentlich zwischen Ost und West. Diese Atomwaffen haben keine Funktion, keine politische Funktion und sie sollten niemals eingesetzt werden. Das wäre ein Verbrechen. Und wir kommen auch so weit hier angeradelt, um zu zeigen, dass uns das ein ernstes Anliegen ist. Gestartet war die Gruppe am Samstag vor einer Woche am US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern. Am Donnerstag dann Halt in der Mainzer Innenstadt. Erinnern an den 70. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima. Der Mainzer Wilfried Jaspers ist auch in Büchel dabei und hat die Radtour dokumentiert. Als Rheinland-Pfälzer ist er räumlich besonders nah dran. Ja, das ist natürlich eine Gefahr, die Atomwaffen direkt vor der Nase zu haben. Aber Atomwaffen sind weltweit gefährlich. Und das ist für mich kein Ding, ob das jetzt bei mir in der Nähe ist. Ne? Gedenken an die Opfer der Atombomben in Japan. Die 12. Radtour war nicht die letzte der Aktivisten für eine Welt ohne Atomwaffen. Auch wenn ihr jahrelanger Protest bei der Bundesregierung bisher kein Gehör findet.